Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum letzten Pokémon Schwert und wir machen heute weiter mit den beiden Clowns. Und zwar mit der Afterstory. In der letzten Folge haben sie als Royal gezwungen zu Dynamaxen und ja, scheinbar haben sie noch mehr Untaten vor. Ja, da bist du ja, Kev. Das ist das ganze Chaos. Die Messwerte wirken alle Partikel entwöffelt, Härten sich gerade normalisiert. Wir scheinen die Reaktion in den Stadion von Kiel mit Engine City wie folgt aus. Aber erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Was? Ein Dynamaxes Pokémon hat zum Schaden gewickelt? Wie ist mein Cloud-Chatten dahinter? Oh, ist er mir. Na du, was machst du denn hier? Jetzt bist du ja auch da. Was bei dir für Zwölfelschaden? Soll das nicht zwei Vorteile? Warum? Als ehemaliger Arena-Leiter kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Aber egal jetzt. Sind etwa auch in anderen Stadien Dynamax Pokémon ausgetickt? Ganz genau. Zusammen anderen erreichen nämlich endlich ohne Werte wie zuvor aus Türfel. Ja, da kann doch mehr wegen Gefahr sein. Keine Sorge, zwei Fortschritte mit hat also noch alles im Not zu sein. Ach, das erschreckt der Detektor nur für Kirchen und Engine City aus. Puh, verstehe. Wir können auf keinen Fall tatenlos rumstehen und Däumchen drehen, während diese Typen Waldes Pokémon zur Dynamaximierung zwingen. Das siehst du doch auch so, oder, Kev? Ja, wir müssen beide aufwarten. Ja, schön, aber dass du müsstest erstmal wissen, wo sie überhaupt stecken. Das Aufspielen über den Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich irgendwelche Berichte aus dem Internet abgleiche, sollte ich ihren Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Gut, dann überlassen wir die Recherche Sonja, oder? Wir sollten lieber die anderen Scheidungen nach den beiden durchkämpfen. Ja, das machen wir. Wir machen uns als erstes auf nach Kirten, würde ich sagen. Kirten ist ein Wasser-Pokémon, dementsprechend sollte es klar sein, dass wir nur Pekko nach vorne ziehen. Wenn das das gleiche Pokémon ist wie im Pokémon Schild, dann sollte sich bei diesem Pokémon um ein Garados handeln. Also ist Pekko tatsächlich nicht die schlechteste Wahl als Elektro-Pokémon da vorne. So. Gut, dann machen wir das doch jetzt als nächstes. Dann nehmen wir jetzt und halt lieber etwas Sicherheitsabstand, Leute. Hier drin ist gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer des Personals Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten evakuiert. Ihr seid schon eine interessante Truppe. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr euch dreimal zusammenschließen würdet. Ist das gerade wirklich relevant? Wir sind jetzt, um zu helfen. Hilfe können wir eigentlich gut gebrauchen. Dieses Dynamax-Pokémon ist so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich um einiges zuversichtlicher. Packen wir es an. So, mal gucken, ob sich hier erneut um ein Garados handelt. Oder ob sich das diesmal ein anderes Pokémon ist. Nein, es ist wieder ein Garados und deswegen habe ich nicht. Ich hatte überlegt, ob ich links nach vorne ziehen soll. Ob ich. Dann gehen wir auf Deiner Gewitter mit einem Dynamax. Wir werden jetzt mal wieder alle angucken. Kampfstoff, das ist irgendwas. Jetzt erstmal die komplette Afterstory hier mit dem Dynamax. So, hoffen wir mal, dass wir es zurückkriegen. Okay, das schafft eigentlich, dass ich erwartet, dass er auf Dings geht. Auf mein Lieberlo geht. Bei Lieberlo. Push erstmal dann an und dann sagt ihr. Ja. Nein, einfach drei Mittel und eben. Der Wind ist natürlich weg. Und damit ist dieser Regen auch erstmal raus. Weil ich zumindest, oder? Nee, so nicht. Schade. Nein, ich will jetzt lieber nur kommen, wenn irgendwas Schönes wie dieses Garados weg ist. Ich
Tackle, Tackle. Ja, toll. Und gerade auch mit einem Volltreffer ist es wirklich nur ein Sieg. Wieder sauber. Ich möchte zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder im Griff haben. Wir werden jetzt hier im Kirchenschein um das Pokémon kümmern, bis es sich wieder erholt hat. Ach, und noch was, Kiff. Solltest du jemand von Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Also, man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Genau, und da war noch ein weiteres Stadion, was wir uns um kümmern sollten. Und zwar war das in, ja, hier, in Engine City. Engine City war Feuer. Okay, dann sollte das jetzt mit Inteleon eigentlich durchaus ein Kinderspiel werden. Ich weiß auch nicht, welches Pokémon sich handelt. Ich halte mal kurz mein Kind noch schnell. Ich denke, Inteleon ist die richtige Wahl. Da alle Pokémon von mir Dynamax möglich zu Dynamaxen sind. So. Okay, dann machen wir das so. Ja, halt. Wir nehmen das. Und den Lift da oben. So, ich starte Nummer 3. Da steht auch schon der gute Kabu. Zian, der Champ. Und der ist unter Portion auch gleich mitgebracht. Und hier sehe ich mich, Kabu. Das freut mich total. Aber klar doch. Wenn man mich mit dem großen Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei eurer Arena-Challenge hintergelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Da hast du natürlich recht. Die Lage bestand uns ziemlich sehr ernst. Und genau deshalb sind wir hier. Hervorragend. Ich habe schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich es allein mit solch einem starken Gegner auf und so. Und wenn euch an meine Seite brenne ich nahe geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. So, hier weiß ich tatsächlich nicht mehr auswendig, welches Pokémon es ist. Ich vermute aber, dass es ein Kurtel ist. Ich glaube, meine mich zu erinnern, dass es ein Kurtel war. Und genau das ist es auch. Na gut, Interne. Das wäre die richtige Wahl. So, die Dürre, die wird eh nicht lange nicht lange halten. Weil ich denke, mit einem Wasser anwirkt. So, die macht einmal gut. Und wir Regen einsetzen. Warum du ausgerechnet Feuerball gegen Feuerpokémon, das ist natürlich kein Geheimnis, oder? Komm. So, kam ich deiner Trott. Ich komme jetzt hier. Das heißt, ich gehe mal nochmal drauf auf deiner Stream. Du solltest da drin einiges mehr abziehen und das tut er auch. Das sind die restlichen halben KP und dann sehr gute Defensivwerte, das Viertel. Sieht so aus, als hätten wir gerade noch einmal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier im Stadion noch etwas erholen. Ach und Kiff, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du mir an der richtigen Adresse. Und auch von Gabo erhalten wir die nächste seltene Ligakarte.
Ja, ich verstehe schon. Wir müssen doch woanders auf dem Rechten sehen. Wie? Da mal los, Junge. Hupfer. Viel Glück. Ist das ein Spartrotter, was zerklingelt? Geff, ja, mein Problem. Ich meine, kaum ist ein Pokémon-Labor aufgetaucht. Was ist denn hier? Alles okay bei dir? Und dann nerven mich die zwei Nori groß, damit sie die Wunschhände haben wollen. Noch kann ich sie in Schach halten, aber könnt ihr trotzdem schnell vorbeikommen? Was? Dieser Witzball, da haben uns die Wunschhände abgesehen. Wir müssen uns dann näher helfen und den kostigen Schild zurückholen. Los, wir gehen zum Pokémon-Labor. Schon wieder stürzt er völlig unüberlegt los. Ich weiß nicht, ob das nur einfach nur Naivität oder Mut ist. Zum Pokémon-Labor. Na, wie soll's recht sein? Ich sehe das mit euch bis zum Ende durch. Genau so ist es. Und das machen wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Schwert.